oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App, eher eine Erinnerung für euch als einen erneuten Test wird diese Folge sein. Die Rede ist von der App Weihnachtsmärkte Deutschland von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was, das habe ich jetzt hinzugefügt. Technische Daten, wie immer. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.0.3 oder höher. Bei 408 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnitt-Sterne-Bewertung von 3,7 Sternen. Die Bewertungen waren mal höher, die sind jetzt runtergegangen, weil jetzt muss man sich da anmelden. Gut, kann stören, mich störte es jetzt nicht. Man kann sich entweder mit E-Mail und Passwort anmelden oder mit eurem Facebook-Account, das geht auch. Pünktlich zur Adventszeit öffnen unzählige Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland ihre Pforten und laden zum Bummeln und Glühwein trinken ein. Mit der Weihnachtsmarktsuche von Das Örtliche findest du nicht nur alle Märkte in deiner Nähe, sondern hast auch immer Informationen über Standort, Terminöffnungszeiten und detaillierte Beschreibung zum Markt und Bilder parat. Anscheinend sind die noch, jedenfalls laut Beschreibung, mit Infos für 2016, sehe ich gerade. Allerdings, allerdings sind in der App auch schon für 2017. Nur gut. Ihr habt eine Umkreissuche, ihr habt Kategorien für spezielle Märkte, zum Beispiel irgendwie historische Weihnachtsmärkte oder sonst was, Bewertungen von Leuten, eine Merkliste für die persönlichen Lieblingsmärkte, wo ihr unbedingt hin wollt, geöffnete Märkte. Die Kerze in der Trefferliste zeigt dir an, welcher Markt zum aktuellen Zeitpunkt geöffnet hast. Es gibt eine Kartenfunktion, es gibt einen Routenplaner und Navigation, Freunde treffen. Kann man dann Leute gleich einladen, zum Markt zu kommen, per E-Mail, WhatsApp, Facebook zum Beispiel, ergänzen und Bilder hochladen, andere Öffnungszeiten und so weiter und so fort kann man ändern. Gar nicht schlecht. Die App sieht genauso hässlich aus, wie schon seit ziemlich langer Zeit. So alt Android, hässlich halt. Aber sie erfüllte ihren Zweck und das ist in diesem Fall wunderbar, weil nachdem die Weihnachtsmarktsaison vorbei ist, dann fliegt die App bei mir eh wieder runter. Also kleine Erinnerung, wenn ihr Infos haben wollt über Weihnachtsmärkte in eurer Nähe, Weihnachtsmärkte Deutschland von Das Örtliche. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.